Nun kommen wir zu unserer ersten Talkrunde, auf die ich mich ganz besonders deswegen freue, weil ich diese Herrschaften und die Themen, für die sie stehen, schon seit meiner Kindheit kenne. Es geht um das, was in Düsseldorf zu den Ausnahmethemen gehört, im Vergleich auch zu vielen anderen Städten. Düsseldorf tut sich wirklich damit ganz groß in Nordrhein-Westfalen, weil es ein unglaubliches bürgerschaftliches Engagement hat. Und in diesem Kreis des bürgerschaftlichen Engagements gibt es Vereine, es gibt Verbände, es gibt Frauennetzwerke, es gibt alle möglichen Situationen und Menschen, wo Leute vor Hunderten von Jahren gedacht haben, unsere Stadt ist so schön, unsere Handwerkskräfte sind so schön. Wir brauchen miteinander ein Forum, um uns zu verstärken, zu vernetzen, uns in Themen der Politik, der Wirtschaft, des Fachwechsels zu unterstützen. Es ist mir ein Vergnügen, dass wir heute den Bas der Düsseldorfer Junges zu Gast haben. Er wird jetzt eingeblendet. Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist und wir miteinander darüber sprechen können, wie du als Düsseldorfer Jung, als Bas, seit 8 Jahren inzwischen das Glück und das Wohl und Wehe der Düsseldorfer Junges mit viel Engagement leitest. Hans-Jürgen Tüllmann, dich sehen wir zugeschaltet, freuen uns, dass die Zuschaltung so großartig geklappt hat. Du schmunzelst, schön, es geht dir gut. Hörst du mich gut? Ja, alles gut. Wunderbar. Alles gut, alles gut. Sehr schön, ich freue mich. Es gibt zum Thema Karneval eine nette Kombination, das ist Geld oder Konfetti. Und, lieber Hans, wusstest du schon, dass im Jahre 1750 noch die Frage im Raum stand, ob Karneval gottgewollt oder Teufelswerk sei? Noch nicht gehört. Ja, in diesem Jahr meine ich Teufelswerk. Ja, ich habe gedacht, dass du dich darüber freust, das zu hören. Also es mag bitte, bitte groß und wunderbar weitergehen. Björn Borgerding, ich freue mich, dass auch du da bist. Du bist im Aufsichtsrat der Fortuna Düsseldorf und ohne Fortuna, ohne Fußball geht eigentlich gar nichts. Ich habe schon gedacht, eigentlich müsste ich mich rot-weiß anziehen, um besonders dir eine große Freude zu machen. Übrigens sind wir alle eingeladen, jetzt, wo wir wieder in Sicherheit sitzen, unsere Masken abzutragen. Du hast, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Wir haben dann zu Gast dich, lieber Jörg Gerle, vom Düsseldorf Inn. Du bist seit Jahren über die Rheinische Post verbunden und mit deinem Düsseldorf Inn-Treff, der nun seit Wochen und Monaten nicht mehr stattfinden kann, war dein Forum immer dasjenige, wo sich die Wirtschaft der Stadt getroffen hat. Alle Verbände konnten sich sehen, man konnte sich austauschen, man konnte miteinander ins Gespräch kommen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und ich bin gespannt, von euch zu hören. Und das wäre jetzt dann auch der Wunsch für Sie alle. Sie werden jetzt Teil der Gespräche sein, was Corona getan hat und wie diese Menschen, die ja nun als Ehrenamtler auch oder durch Sport oder durch Wirtschaftsvernetzungen in der Stadt auch ihrem Netzwerk sehr verpflichtet sind, auf gegebenenfalls auch neue Ideen zu kommen. Lieber Wolfgang, magst du beginnen? Also für die Düsseldorfer Junges ist gerade jetzt die Corona-Krise schwierig, weil wir ja davon leben, persönliche Kontakte zu haben. Düsseldorf ist gemeinsam stark mit den ganzen Brauchtumsvereinen, mit dem Karneval, mit den Schützen, mit Fortuna ist ja Heimat, dass wir versuchen, die zwischenmenschlichen, chemischen Interaktionen, die bedeuten Vertrauen, Dankbarkeit, Gespräch, Mut, die können durch die virtuellen Surrogate nicht ersetzt werden. Das heißt also, uns fehlen praktisch die persönlichen Kontakte, die wichtig sind, um sich zu vernetzen. Wir machen natürlich auch Livestreams, wir machen natürlich auch Chats. Die Tischgemeinschaften treffen sich dienstagsabends nicht mehr im Henkelsaal mit 500 Leuten, sondern treffen sich im Chat mit 20, 25 Personen. Aber es kann das persönliche Gespräch einfach nicht ersetzen. Und deswegen ist für uns gerade jetzt im Moment die Corona-Krise schon nicht materiell, aber ideell schon ein großer Nachteil. Ja, zumal wenn man denken darf, für alle, die die Düsseldorfer Junges im Detail nicht kennen, Herr Rolzhofen spricht in der Tat für 3.500 Mitglieder etwa jetzt, die einfach dieses Live-Meeting schätzen, auch die ganzen Veranstaltungen mit den großartigen Gästen, die du veranstaltest, die werden nun einfach unter diesen neuen Formaten finden sie statt. Du hast schon Großartiges geleistet, das wirst du später auch erzählen.
Ja, definitiv. Also auch uns, ich kann da direkt vielleicht mal reingehen, weil das passt natürlich auch zu uns. Und auch wir haben das große Problem als Fußballverein, dass wir die Menschen nicht mehr im Stadion haben. Mhm. Und die Entfremdung, ich meine, das kriegen Sie vielleicht auch alle mit, wenn Sie sportbegeistert sind, die gerade so in den letzten Jahren so ein bisschen auch mehr geworden ist, die wird verstärkt jetzt einfach durch die Corona-Pandemie und durch diese Krise. Und auch wir überlegen natürlich, wie wir Kontakt halten können zu unseren Mitgliedern. Klar. Und machen da verschiedenste digitale Formate. Wir haben zum Beispiel, weil wir uns ganz klar zu einem mitgliedergeführten Verein auch bekennen, haben wir zum Beispiel ein digitales Mitgliederforum, wo interaktiv diskutiert werden kann, wo wir Zwischenmenschlichkeit versuchen, wenigstens ein bisschen herzustellen. Ja. Aber es ist natürlich nicht dasselbe einfach. Ja. Und das tut uns weh, auch wirtschaftlich gesehen. Ne? Denn jeder zahlende Stadiongast fehlt uns gerade. Ja. Auch die Zahlen der anderen Fußballvereine sind in den letzten Tagen, wir haben gerade noch hinten drüber diskutiert, sind zum Teil kommuniziert worden. Wir sind bis jetzt recht gut durch die Krise gekommen als Fortuna Düsseldorf. Aber natürlich merken wir es und überlegen, wie wir den Kontakt aufrechterhalten. Sehr gerne. Wir werden ja darauf zu sprechen kommen, auch wie das zukünftig hin ist. Denn diese ganzen Vereine haben selbstverständlich auch damit zu tun, dass zumal, wenn sie wohltätig sind, irgendwelche großen Ziele auch haben, mit ihrem Geld neu umzudenken. Das werden wir sicherlich gleich auch tun. Und da bin ich sicher, werden Sie Geschichten dazu hören, dass diese Netzwerke auch da von anderen getragen werden. Du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, wo man euch auch großzügig entgegenkommt. Lieber Jörg. Lieber Jörg, ich freue mich, dass du an meiner Seite bist. Wir sind letztens auf dem Düsseldorfer Markt passiert und ich hatte im Laufe der Jahre immer wieder das Glück, auch einmal bei dir zu Gast zu sein in deinem wunderbaren Düsseldorf. Wie ergeht es dir? Ja, unterschiedlich, sage ich mal. Ich freue mich, hier zu sein, in einem Forum mit Düsseldorfer Jonges, Fortuna, mit Tülli, mit Karneval und auch einigen Gästen sogar. Das ist ja ein rarer Moment, weil man nicht so viele Menschen sieht. Und mein Job, und das ist nicht nur ein Job, sondern auch eine Leidenschaft natürlich, ist, Menschen zusammenzubringen. Das ist das, was wir tun und sehr gerne tun. Normalerweise eben gerade bei Düsseldorf Inn zum Beispiel 10-mal im Jahr mit über 4.500 Gästen. Das funktioniert im Moment nicht, weil wir natürlich auch Rücksicht darauf nehmen müssen, dass es ein wichtigeres Thema gibt, nämlich die allgemeine Gesundheit. Vorsorge sozusagen. Und da haben wir auch Verständnis für. Aber wir freuen uns auch, wenn wir wieder am Start sind irgendwann. Und am Start zu sein, heißt für uns bei Düsseldorf Inn, schönes Motto dieser Runde, auch gemeinsam stark. Also wir sind tatsächlich Teil der Stadtgesellschaft. Ja. Das kann man mit Fug und Recht behaupten, weil wir haben eben Karneval, Fortuna, Jonges, Medien, Wirtschaft, wir haben alle dabei, alle wichtigen Entscheider. Das ist so unser USP. Ja, und wir dürfen alle gespannt darauf sein, welche Geschichten auch du dazu zu erzählen hast, wie unter den schwierigen Umständen, von denen wir jetzt zu Beginn kurz sprechen, damit wir eine Analyse der Situation haben, jetzt gleich dann auch von dir, lieber Jürgen Tüllmann vom Karneval. Denn wir haben eben gesagt, es ist fast ein bisschen sowas wie Teufelswerk dieses Jahr. Und wenn wir, so wie wir alle, glaube ich, auch Karnevalisten sind, erleben die Vereine dieses Jahr auch eine ausgesprochen schwierige Situation. Wir kommen alle damit zurecht, davon gehen wir auch aus und es gibt Ideen heute, wie Sie auch, die uns zuhören, mit schwierigen Situationen in Übergangsszenarien hoffentlich gut umgehen können. Wie geht es dir? Was tut sich im Karneval? Ja gut, ich meine, man hat ja schon ein bisschen was von uns gehört in der letzten Zeit und es immer wieder, wir mussten so viele Konzepte, Ideen, mussten wir in die Mülltonne schmeißen und das war natürlich auch ein bisschen frustrierend. Ja gut, ich meine, grundsätzlich müssen wir ja sagen, wir sind ja mit diesem diesjährigen Rosenmontag so wirklich mit dem blauen Auge so gerade davongekommen, wo die Pandemie ja eigentlich anfing. Und und dann fing bei uns eigentlich die Leidensgeschichte schon an. Mhm. Immer wieder rein, raus. Und gut, ich meine, wir haben 10.000 organisierte Karnevalisten, die alle eigentlich ein bisschen Karneval feiern. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil eigentlich spricht alles gegen Karneval. Ne? Enge, Schunkeln, Pützchen, Alkohol, Singen und so weiter, das ist natürlich überhaupt nicht Corona-konform. Mhm. Aber wir versuchen das, sag ich mal, das Möglichste zu machen, was wir auch letzte Woche gemacht haben mit dem 11.11. Ich hoffe, dass es auch eine einmalige Geschichte ist, dass wir da einen Livestream gemacht haben. Ist, glaube ich, super, super angekommen. Ja. Aber trotzdem, wir haben an dem Tag natürlich auch gesehen, es ist eigentlich sehr, sehr traurig, wenn sowas gemacht wird, wenn wir das doch wirklich ganz anders können. Ja. Und wir werden mal schauen, ob wir im Januar irgendwas auf die Beine bekommen.
Wir wissen es noch nicht. Wir lassen es erstmal alles noch ein bisschen schleifen. Wir haben zwar ein paar Planungen, aber ich glaube, wir sind da wirklich erstmal ein bisschen auf Sparflamme. Ja. Das ist ein Thema, das in der ersten Runde heute auch kommen kann. Denn wir wissen, alle die Menschen, die jetzt hier im Raum sitzen, und auch für Sie eine kleine Botschaft zwischendurch, von der auch Herr Nowak sagt, die darf heute durchaus ausgesprochen werden. Diese Runde hat selbstverständlich auch als ein großes, ganz ernstes, wunderbares Input, dass ihr alle dafür steht, dass Menschen sich begegnen. Und Begegnung tut gut. Und Berührung tut gut. Und Berührung hilft uns, durch diese Zeit zu kommen. Sodass ich mich freue über alle tollen Ideen, die unter diesen schwierigen Umständen, so wie heute, stattfinden können, wo so ein bisschen so eine Idee dafür ist, dass wir durch diese, wir nennen es Durststrecke immer mehr, dass wir durch diese Durststrecke, eben wie du so schön lächelst, mit möglichst viel Lächeln kommen. Ja, und mit vielleicht auch mit Kreativität. Unbedingt. Halt einfach, ne? Und ja. Indem wir Geschäftsmodelle, indem wir Etabliertes einfach auch hinterfragen. Und ja. Tilly hat ja gerade so ein bisschen vom Karneval erzählt. Ich habe jetzt ein Beispiel noch recht präsent im Kopf. Ich bin auch selber im Karneval aktiv oder darf da aktiv sein, bin bei Blau-Weiß. Und unser Präsident, unser Neuer, den ihr auch alle kennt, Lothar, ist von Tür zu Tür gegangen und hat die Blau-Weiß-Mitglieder besucht und hat denen so ein Karneval-Starter-Set persönlich überreicht, mit einem Orden, mit einem Sixpack, glaube ich, von der Brauerei Schumacher, mit Luftschlangen und so ein bisschen Karnevalsgefühl im Endeffekt in die heimischen Wohnzimmer zu bringen. Und, den Orden nicht vergessen. Der Orden, der war natürlich drin, Tüli, klar. Der war doch verständlich drin. Ich bin bei mir waren nur vier Flaschen drin. Bei dir waren nur vier Flaschen, ja gut. War bei dir auch nur vier, ne? War kein Sixpack. Bei mir waren es nur vier. Ja, waren es nur ein Viererpack. Aber mir ging es ja einfach um die grundsätzliche Botschaft und dass man auch was machen kann, auch wenn ich bei Tüli bin. Das ist nicht vergleichbar natürlich mit den zwischenmenschlichen Erlebnissen, die wir im Karneval haben, zusammen zu feiern, uns zu bützen, zu lachen, aber besser als gar nichts. Super. Und es war ja schon gerade wunderbar, wie sich live, und so war es ja auch gedacht, kamen sofort Reaktionen von euch allen auch. Wolfgang, auch du hast gesagt, bei dir findet was statt. Genau, was hast auch du getan? Ja, wir versuchen natürlich auch irgendwas zu machen. Das Problem war, wir hatten jetzt die Förderpreise für Architektur und für das Handwerk. Die waren vorgesehen mit 50 Personen in der Hochschule und in der Handwerkskammer. Das ist jetzt durch die neuen Corona-Verordnungen natürlich jetzt wieder nicht möglich, wobei ich diese Gelegenheit nutzen möchte, doch auch die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger aufzurufen, sich an die Corona-Regeln zu halten, auch die Masken zu tragen. Denn wir haben schon die kleine Erfolge, dass die Inzidenz ist von 230 auf 175 runtergegangen. Ziel ist, unter 50 zu kommen. Das sollte die Düsseldorfer Bürgerschaft sich dran halten. Nur so können wir, glaube ich, die Pandemie wirksam bekämpfen. Für uns ist das Problem, wir haben jeden Dienstag 500 Heimatfreunde im Henkelsaal, die sich Vorträge anhören und Referate aus Kunst, Wirtschaft, Politik, Stadtbild, Architektur, das alles wegfällt. Und jetzt haben sich die Tischgemeinschaft zusammengeschlossen und treffen sich jetzt jeden Dienstagabend virtuell in einem Chat. Das können natürlich nicht alle Tischgemeinschaften. Wir haben ja auch eine ältere Klientel, die also vielleicht noch nicht so stark in diesem Bereich tätig ist. Wir versuchen aber jetzt, die Leute alle auf die Videokonferenzen einzustimmen, dass sie das durchführen. Wir selbst haben unsere Mitgliederversammlung in der Mitsubishi-Halle abgehalten, wo 7000 Leute reinpassen. Und dann war es mit 500 Leuten möglich, eine Mitgliederversammlung abzuhalten. Das wäre jetzt auch nicht mehr möglich. Da haben wir Glück gehabt im Oktober noch. Und wir basteln gerade daran mit Infoletters, weil das ist das einzige Kommunikationsmittel, unser Magazin, das Tor und Infoletters. Und wie gesagt, über Livestreams die Verbindung zu den Mitgliedern nicht zu verlieren. Also wie Sie schon hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in Ihren Häusern und Wohnungen und Büros, es gibt durchaus Ideen und wir haben insgesamt festgestellt, dass die Bereitschaft, sich ins Netz zu begeben und auf diese modernen Medien zu gehen, zunimmt. Noch nicht überall und auch mit allen Grenzen, die Sie haben, aber es wird getan. Und lieber Wolfgang, ich möchte erinnern an eine tolle Idee, die es auch gab im Sommer, denn jetzt kommen wir in den Winter und im Sommer war es durchaus möglich, dass die Düsseldorfer Jungs sich unten am Stadtstrand getroffen haben. Und das muss großartig gewesen sein. Also wir waren, zum Glück hatten wir die Idee, im Beachclub neben der Rheinterrasse ein Areal zu bekommen, wo 400 Personen reinpassten, laut Corona-Verordnung auch in Ordnung war mit dem Konzept. Und es war wirklich so, dass wir 8 Dienstagabende im Freien, das Wetter war natürlich auch ausschlaggebend und hervorragend, dass wir 8 Dienstagabende im Freien, im Sand sitzen praktisch verleben konnten. Wir hatten die Fortuna zu Gast, wir hatten das Gesundheitsamt zu Gast, wir hatten die Chefin der Justizvollzugsanstalt hier von Düsseldorf zu Gast. Also es waren 8 tolle Abende.
die auch das Wetter begünstigt haben, muss man natürlich sagen. Aber das fällt natürlich jetzt im Winter alles flach. Genau, davon kann man zehren. Und lieber ja. Jörg, was ist dein Zwischenerlebnis? Was hast du inzwischen schon zu tun? Ich finde es grundsätzlich eine spannende Zeit, weil man viele Dinge zum ersten Mal macht. Ja. Ja, das ist, geht uns, glaube ich, allen so. Ja. Und im Sommer zum Beispiel, als es möglich war, also ich habe zum Beispiel zum ersten Mal Hygienekonzepte geschrieben. Eins, zwei, drei, zehn. Ja, manche waren gut, manche waren nicht so gut. Das ist alles so eine Lernkurve. Im Sommer konnten wir auch ähnlich wie die Jonges Veranstaltungen machen. Es war natürlich sehr schön. Von der Erinnerung zehren wir ein bisschen. Ständerhaus-Treff, da habt ihr ja auch geholfen, weil zum Beispiel Fortuna Düsseldorf für uns extra einen Rasenwechsel verschoben hat. Mhm. Sonst wäre das nicht möglich gewesen, diesen Rasen mit den Platten zu überdecken, sodass darauf die Veranstaltung stattfinden konnte. Das sind alles so kleine Beispiele, die zeigen, dass es, was ich sehr positiv finde, in diesen Zeiten so einen Zusammenhalt gibt in Düsseldorf, ja. Dass man sich gegenseitig hilft und dass man dann gemeinsam guckt, was können wir tun, genau. damit irgendwas wieder funktioniert. Genau. Ja. Und okay, was uns eint jetzt, ist der Winter. Es ist ein bisschen schwieriger jetzt, sowas wie Düsseldorf Inn, wo Leute an einem Tisch, nicht am Tisch sitzen, sondern eben frei flanieren dürfen, was zufällige Begegnungen ermöglicht, was ich sehr wichtig finde. Mhm. Das geht halt im Moment nicht. Naja. Die Qualität genau der zukünftigen Begegnungen, da seid ihr euch alle einig. Das ist wirklich etwas, da müssen wir wirklich klug mit umgehen, dass wir das so treiben und auch alle unterstützen, Begegnungen, wo auch immer es geht, zu suchen, egal auf welchem Weg. Ja. Lieber Hans-Jürgen, du hast eben schon ein paar von euren Ideen genannt. Mit ein paar eurer jungen Kids von Pens in de Bütt bin ich vertraut und habe mit der kleinen Jana ihre Hoppetitz-Rede vorbereitet und bin mit etlichen auch in Kontakt. Und die Kinder, muss ich ehrlich sagen, die freuen sich über jede Kleinigkeit, die sie überhaupt tun können. Was? Ja gut, am Samstag war ja auch ein Livestream von dem Kinderhoppetitzerwachen. Das finde ich auch gut, dass wir das auf die Beine gestellt bekommen haben. Ja, aber trotzdem, wie schon gesagt, das ist alles immer nur wirklich so eine Krücke. Wir haben was gemacht, aber es ist leider nicht so, wie es ist. Und wir hoffen jetzt einfach nur noch auf den Januar, dass wir noch ein bisschen machen. Ich glaube persönlich aber auch nicht so daran, dass wir irgendwie in der alten Form was machen. Nein. Wir versuchen eine Prinzenparkührung hinzubekommen, vielleicht eine Fernsehsitzung. Der Rosenmontagszug, der schiebe ich mal ganz, ganz weit hinten drauf. Und wir müssen uns auch so ein bisschen hinhangeln. Ja, genau. Aber es fehlt allen wirklich die persönlichen Beziehungen, persönlichen Treffen. Und so weiter und so weiter. Also das ist schon für viele ganz, ganz extrem wichtig und auch ganz, ganz extrem schlecht. Ja. Weil, man sitzt zu Hause und Fernsehen gucken und sowas und Zoom ist ja auch nicht immer so Alltage. Ne? Das muss man ja wirklich sagen. Ja, es ist wirklich die große Kunst, also wenn man das jetzt unter den Resilienzaspekten betrifft, ist es in der Tat die Kunst, an so Tagen wie heute auch zu akzeptieren, was ist und zu gucken, was geht für eine Zeit X. Und es ist in der Tat so, dass ich mir selber oder wir uns alle ja auch im Vorgesprächen mehr wünschten, dass auch diese Fürsorge für die Seelen der Menschen auch eine größere Rolle auch in den Medien spielte und auch in der Presse und überhaupt. Du hast eben auch schon von tollen... Ich habe eine Frage an Tülli. Tülli, ist Rosenmontagszug in der Arena gestorben schon oder läuft da? Gibt es da eine Überlegung? Nein, es ist gar nichts gestorben. Es ist eine Idee. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja auch so ein bisschen auf das Hygienekonzept von Fortuna oder dem Fußball an sich, hätten wir uns da draufsetzen können. Aber das ist ja zurzeit auch auf Null. Und wenn auf Null ist, dann sage ich mal, macht das, glaube ich, keinen Sinn, dass wir in der Arena da irgendwie einen Rosenmontagszug machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist also nach der jetzigen Situation also nicht realisierbar. Ja. Okay. Ich meine, wir haben ja auch keine Einnahmen, das muss man auch sehen. Und uns bricht ja alles weg. Wir haben ja eigentlich zurzeit nur Kosten und keine Einnahmen. Und ich weiß zurzeit nicht, wo ich das Geld hernehmen soll. Ja. Ich habe mit dem Oberbürgermeister jetzt schon mal gesprochen. Der muss sich natürlich auch erstmal in alle Sachen einarbeiten, ist ja klar. Gut, wir sind jetzt gerade dran mit unseren ganzen Sachen, aber das wird alles ein bisschen dauern. Und ich bin mal gespannt, was wir da jetzt bekommen oder was uns an Unterstützung zugesagt wird. Ja. Aber es wird schwierig werden, ganz, ganz schwierig. Ja. Weil wir reden bei uns ja auch nicht über Kleingeld. Das ist ja auch wahnsinnig viel Geld, was wir in die Hand nehmen. Ja. Das ist ja leider auch unser Problem.
Ja. Und der Rose Muntersdorf ist ja einer der größten Werbeträger für die Stadt Düsseldorf. Ja. Das ist ja, Flughafen, Messe, ja. Rose Muntersdorf und die größte Kirmes am Rhein sind die größten Image-Träger Düsseldorfs. Ja. Und die Fortuna, nicht vergessen. Ja, richtig, Fortuna. Genau. Jetzt bist auch für dich nochmal Zeit. Ja. Also was ist, also die erste Runde steht und was ist bereits zum Glück gelungen unter diesen beschriebenen Umständen? Was ist bei euch gelungen? Dann kommt in der zweiten Runde, wo erlebt ihr auch Unterstützung? Denn wir sprechen ja heute von Verbindungen. Ob das dann auch Verbindungen sind, unterstützende Reaktionen von der Bank, von euren Freunden, egal was eine Runde sein könnte. Also was ist bei euch bei der Fortuna bislang zum Glück gelungen? Und gerne auch schon die Überleitung, wo habt ihr Unterstützer, welche Verbindungen haben euch genutzt aus der Politik, aus der Wirtschaft, egal woher? Also was ich so wahrgenommen habe, ist einfach ein unglaublicher Schulterschluss. Mhm. Und der Schulterschluss, der war halt wirklich, oder der ging in alle Bereiche hinein halt einfach. Ne? Es war bei Partnern, es war bei den Fans natürlich, es war bei der Politik einfach, die uns unterstützt hat, auch die Stadt Düsseldorf, die natürlich auch über die D-Live unser Vermieter ist, die hat uns unterstützt. Teilweise wurden Mieten gestundet halt einfach. Ne? Das Liquiditätsthema war für die Fußballclubs gerade beim ersten Lockdown ganz, ganz großes. Also da ist uns auch der alte Oberbürgermeister Thomas Geisel auch besonders entgegengekommen. Da muss man schon Danke sagen. Und Michael Brill als Geschäftsführer, mit dem wir eine sehr gute Partnerschaft einfach haben. Aber auch auf der Geschäftsstelle. Also die Mitarbeiter sind enger zusammengerückt. Wir hatten einen Gehaltsverzicht bei den Vorständen, bei den Spielern, die natürlich sehr, sehr viel Geld verdienen auch. Und jeder hat so ein bisschen seinen Beitrag geleistet. Und das fand ich total schön. Und daraus ist so ein bisschen ein Momentum auch wieder entstanden, worauf wir, glaube ich, aufbauen können und was auch viel Kraft freisetzen kann einfach. Das merke ich jetzt halt gerade und das tut uns gut. Super, danke schön. Wo erlebst du Unterstützung? Durch Verbindungen? Was gelingt zum Glück? Ja, vieles gelingt zum Glück durch Verbindungen, weswegen Verbindungen ja auch so wichtig sind und wieder gepflegt werden müssen. Nein, das Beispiel zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe mit dem Rasen mit Fortuna, ist eines von vielen. Aber bei uns ist es ja grundsätzlich so, wir gehören ja der Rheinischen Post. Mhm. Das ist natürlich für uns sehr positiv zu erleben, auch den Rückhalt im Verlag, ja, auch das Verständnis dafür, dass bestimmte Dinge im Moment nicht funktionieren. Denn bei uns ist das ja immer so ein Drei-Säulen-Modell, wenn wir Veranstaltungen machen. Natürlich geht es dabei, für den Verlag, Print wie digital, gute Inhalte zu erschließen. Ja. Guter Gastgeber zu sein, aber wir verdienen ja auch Geld damit. Dieser Punkt 3 fällt in diesem Jahr im Grunde flach. Ja, das ist einfach nicht möglich. Mhm. Aber es ist für uns auch zum Beispiel schön, der Rückhalt bei unseren Partnern. Also denen geht es ja viel schlechter, wenn man jetzt drängt an die Catering-Unternehmen zum Beispiel. Mhm. Ja. Broich, GCS, wie sie alle heißen, unsere Technikpartner, unsere Vermieter, wo wir im Moment nichts abrufen, das heißt auch nichts bezahlen können. Und das Verständnis bei denen ist schon phänomenal. Und das hilft einem auch, in diesen Zeiten positiv zu bleiben. Das glaube ich. Dankeschön. Kann ich vielleicht mal ganz kurz ergänzen, halt, ne? Weil wir natürlich auch von unseren Partnern leben und gerade können wir die Leistung nicht erbringen. Ne? Wir haben im Bereich Hospitality Business Seats verkauft, wir haben Logen verkauft und unsere Partner können ihre Mitarbeiter dort nicht hinschicken oder ihre Kunden dort nicht hinschicken. Ja. Auch da sind wir natürlich so ein Stück weit auf Verständnis auch angewiesen. Wir sind da kreativ unterwegs mit unserer Marketingabteilung, mit unserer Vermarktungsabteilung. Ich glaube, das machen wir auch gut, aber trotzdem merken wir, dass wir unglaublich loyale Partner haben, die uns auch jetzt in der Krise zur Seite stehen und unterstützen. Und das freut uns einfach. Ja. Und da trennt sich so ein bisschen ja auch die Spreu vom Weizen. Auch das zeigt ja so die Krise. Und ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit vielleicht dann doch auch nicht alles falsch gemacht. Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. In der Krise zeigt sich der Charakter. Das merkt man immer wieder. Man sieht ja, die Gesellschaft wächst zusammen, mit Ausnahme der Chaoten, die sich auf den Straßen bewegen in Sachen Corona. Aber ansonsten spürt man auch gerade in Düsseldorf einen großen Zusammenhalt. Das kann man nicht von allen Beteiligten sagen, von allen, mit denen man zu tun hat. Wir selbst haben unsere junge Sitzung, die ja im Januar immer ist, absagen müssen. Das ist auch unsere Einnahmequelle. Die Sponsoren haben zum Glück weiter uns die Stange gehalten. Wir haben den Jungesorden haben wir ohne Jahreszahl gemacht, sodass wir ihn auch 22 noch verwenden können, lieber Tülli. Und, ja, wir auch. Ja, und damit nicht mehr Kosten haben. Es ist so, dass wir versuchen jetzt die Jungs, die ja also vielleicht nicht so oft in Facebook waren oder nicht so oft auf der Homepage sind, die zu animieren, mehr reinzugehen, weil wir dort mehr Informationen hinterlegen, mehr Blogs schreiben, mehr Infoletter schreiben, sodass da wenigstens die Kommunikation zwischen den Mitgliedern und dem Heimatverein bestehen bleibt. Und die Vorstandssitzungen machen wir natürlich alle per Videokonferenz, hat aber einen schönen Vorteil, sind kürzer, ne? Geht schneller. Wobei, das,
Ist das so? Also in der zweiten Runde, wenn es ja um die Wirtschaftlichkeit, da geht es natürlich oftmals wirklich auch um die Frage der Effizienz, ja, die sich ganz anders darstellt. Also die unterschiedlichen Talkrunden haben wirklich ganz verschiedene Gewichte. Und euer Gewicht jetzt, lieber Hans-Jürgen, bei euch, was ist zum Glück gelungen, hast du schon gesagt, wo hast du auch die Erfahrung gemacht, dass ihr starke Unterstützer habt, durch die Verbindungen, die ihr schon vorher aufgebaut habt oder die vielleicht so jetzt sogar nochmal neu werden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte anrufen, wo ich wollte. Bei manchen ging es nicht, aber wo es ging, haben wir definitiv noch eine Unterstützung bekommen. Mhm. Das war richtig, richtig super. Natürlich nicht wie in den normalen Jahren, aber man hat gezeigt, boah, wir unterstützen euch und nächstes Jahr geht's weiter. Und das finde ich eine richtig gute Geschichte. Man trifft sich immer zweimal. Zum Beispiel auch, ich habe mit Oskar Bruch lange diskutiert. Er hat ja auch sein Riesenrad da stehen, wo wir eigentlich von ihm Geld bekämen. Da habe ich erstmal wieder drauf verzichtet, weil das er erstmal wieder Luft holen kann. Aber das sind solche Dinge, die einfach gut sind, damit man sich gegenseitig auch immer wieder sagt, nee, komm, vergiss es, wir müssen jetzt alle da durch. Und das ist eigentlich richtig gut. Und alle unsere Sponsoren, die auch den Karneval unterstützen, aber auch vom Karneval profitieren, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, weil wir auch einen guten Job machen. Das ist eigentlich wirklich gut und man bekommt ein gutes Gefühl, auch für die Zukunft. Ja. Und das beruhigt mich eigentlich. Wir müssen zwar jetzt zusehen, dass wir durch diese wirklich bescheidene Session kommen und wir werden sehen, was am 15. Februar ist, wie die gelaufen ist. Und ich bin aber guter Dinge, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ja. Aber das ich möchte vielleicht noch Folgendes sagen, ein positives Beispiel für den Zusammenhalt. Wir haben ja eigentlich dieses Jahr die Benefizgala für die Werkstatt Lebenshunger, also für essgestörte Kinder, eben am 29. Mai 2020 haben sollen. Wir hatten 800 Karten verkauft und hatten auch schon 50.000 Euro Spenden. Mhm. Alle Karteninhaber haben ihre Karten behalten. Wir haben die Gala jetzt verschoben auf den 22. Mai 2021. Mhm. Und ich hoffe, dass wenigstens 1200 Zuschauer sein dürfen. Normalerweise dürfen 1800 in die Tonhalle. Das ist für uns natürlich ein Verlust, weil uns 600 verkaufte Karten fehlen. Aber ich muss dazu sagen, um mich bedanken bei den Sponsoren, die sagen, die 50.000 bleiben stehen. Genau. Die 800 Karten nehmen wir nächstes Jahr. Die Inhaber haben gesagt, wir kommen da nächstes Jahr auf die Gala. Mhm. Und das ist schon ein tolles Beispiel an Solidarität und Zusammenhalt. Ja. Du möchtest auch etwas ergänzen. Ich kann auch noch ein Beispiel bringen, wo was wegfällt zum Beispiel. Ja, wunderbar. Das Prinzenpaar sammelt ja jedes Jahr für irgendwelche Institutionen, welche auch immer, und auch für die karnevalistische Jugend, sind immer so zwischen 50.000 und 60.000 Euro, fallen jetzt, wie es aussieht, weg. Also, unsere karnevalistische Jugend bekommt zumal 25.000, 30.000 weniger. Und was war dieses Jahr, Regenbogenland oder sowas, bekommen auch 10.000 Euro weniger. Das muss man auch alles so berechnen, ohne dass sich irgendwas getan hat. Also das ist manchmal wirklich sehr traurig, aber ja, da müssen wir halt mit klarkommen, ne? Das hilft sicherlich zur Orientierung, unter welchen Umständen alle, die hier versammelt sind, eben möglichst das Beste machen. Dafür dient diese Runde auch. Und du hattest noch einen Schmunzeln auf dem Gesicht. Dort ist noch was Gutes auch zu erzählen. Ja, definitiv. Also wir haben jetzt ja von allen so ein bisschen hier gehört, dass es uns ja immer noch gut geht, dass wir wirklich unterstützt werden von unseren Partnern, von unseren Kunden, von unseren Mitgliedern, von wem auch immer. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, auch, dass wir eine ganz, ganz wichtige Aufgabe auch in der Stadt haben und dass wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Ne? Gerade wir als große Institutionen, als Organisationen, als Clubs einfach. Die Heimatfreunde, wir natürlich halt auch mit der Strahlkraft, mit 27.500 Mitgliedern halt auch in Düsseldorf. Und der müssen wir auch gerecht werden. Ich kann nur sagen und auch für die Fortuna sprechen, ich weiß, ihr macht das auch, Rolli. Und auch Tülli hat gerade ein Beispiel ja auch genannt mit dem Regenbogenland, was unterstützt wird, dass wir auch unseren Teil beitragen, diese Pandemie zu bekämpfen und denen es vielleicht wirklich nicht so gut geht, die vielleicht auch nicht so viel Unterstützung bekommen, dass wir die unterstützen. Wir haben T-Shirts gemacht bei Fortuna Düsseldorf, die wir verkauft haben. Wir haben die kompletten Erlöse haben wir an den Gute-Nacht-Bus gespendet, wo wiederum Leute, die auf der Straße sind, Essen bekommen halt einfach. Wir haben ganz, ganz viele Aktionen gemacht halt. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ich weiß, dass ihr das auch tut, lieber Rolli. Und wir klagen wirklich noch
auf einem sehr hohen Niveau, finde ich halt gerade. Und es gibt viele, viele, denen es noch viel schlechter geht. Ja, das sehen wir, denke ich, fast alle auch so. Wir haben, danke für diese Einschätzung. Das ist in der Tat wichtig, dass man sagt, unter den Umständen, die wir haben, so ist es. Dann stellen wir uns auf den Feldherrenhügel und analysieren die Lage und sagen uns aber immer noch, wir haben sowohl ein gutes Gesundheitssystem, wir sind insgesamt sehr gut aufgebaut und wir profitieren alle von den wahnsinnigen Kontakten, die wir haben. Und auch die Frage jetzt in die Zuhörerschaft hinein, an das Publikum. Wir würden uns natürlich hier auf dieser Bühne alle freuen, wenn auch Sie sagen, auch bei mir, wenn ich jetzt so zuhöre, gibt es neben allem, was schwierig und vor allen Dingen bei fast allen anders ist, auch die ein oder andere großartige Botschaft, die Unterstützung, ob im Freundeskreis oder in den Unternehmen, durch die Unternehmen, die auch Kontakt haben und uns helfen, zu neuen Aufträgen zu kommen, zu anderen Geschäftsideen zu kommen. Wir möchten hier in dieser Stelle unbedingt noch etwas in den Mittelpunkt stellen, was in dieser Runde besonders ist. Und zwar ist man bei euch allen Mitglied. Das heißt, es sind auch bei Ihnen, bei dir, aber bei euch doch, wenn ich zu dir gekommen bin, da versteht man sich schon auch als Teil der Stadtgesellschaft. Auch beim Düsseldorf Inn. Das erlebe ich sehr stark. Es ist ein exklusiverer Club. Ja, ja, ja. Wir sind auch exklusiv. Ja. Natürlich. Und hier Fortuna ist natürlich am exklusivsten. Wir sind für alle. Ja. Ja. Also der Fußball ist ein Schmelztiegel der Gesellschaft. Ja, natürlich. Ne? Ja. Ne? Was sagst du dazu? Lieber Hans-Jürgen, was sagst du dazu? Ja, ich hab ja leider nur 72 Mitglieder. Ja. Ja, ich habe 72 Vereine als Mitglieder. Und dann kommen ja erst die ganzen Mitglieder in den Verein. Genau. Aber ich sage euch nur, ich habe 72 Präsidenten. Das ist viel schwieriger. Ja. Du, ich habe 54 Tischbasis. Das ist auch schwierig. Ja, ich kenne das. Aber ich finde, was man auch sagen muss, ist, dass die Perspektive, wenn man wieder Veranstaltungen machen kann, ja, das, was du sagtest, es geht jetzt kürzer, ja, das ist vielleicht ein Vorteil. Aber vielleicht erleben wir alle miteinander dieses Glück der Geselligkeit, ja, viel intensiver, wenn es wieder geht, ja. Ich spreche auch viel mit Sponsoren derzeit, ja. Mhm. Als ich es noch durfte, habe ich mich mit denen getroffen. Ich telefoniere mit denen, manchmal mache ich auch Videokonferenzen. Die allermeisten sagen ja auch, nein, es ist ihnen wichtig. Ja? Also ich habe immer so dieses schöne Beispiel der zufälligen Begegnungen. Ne? Ja. Da gab es mal 75 in Stanford so einen Professor, einen jungen Doktoranden, der hieß irgendwie Sergei. Und da kam ein anderer, der wurde dahin geführt, der hieß Larry. Und der eine war Ingenieur, der andere war Mathematiker. Da haben die sich unterhalten und dann haben die sich gesprochen über dieses neue Internet damals, 95 war es. Das waren jedenfalls die Gründer von Google. Die haben sich zufällig kennengelernt. Ja? Und diese zufälligen Begegnungen gibt es nicht. Ich weiß nicht, wo ihr eure Frauen kennengelernt habt. Ich habe meine auch sehr zufällig auf der Kirmes kennengelernt. Und auch nicht bei wie das alles heißt, hier Tinder, Check24 oder sonst was. Ne? Da bin ich raus. Ja. So, das ist wichtig. Das hält die Gesellschaft zusammen. Ja. Nein, aber es ist so, dass es wirklich schwierig ist für die Gastronomie und für die Solo-Selbstständigen hier und für die Veranstalter, denen ja alles wegbricht. Ich hoffe, dass sie einigermaßen durch die Umsatzzuweisung des Bundes, 75%, glaube ich, ist letztendlich Umsatz wieder erstattet, dass das vielen hilft. Aber viele haben auch keinen starken November, die haben eher einen starken März oder April. Die leiden darunter, dass gerade im November nicht viel los ist und haben dann den Umsatz vom Vorjahr als Subvention. Aber auch da sehe ich noch große Probleme auf uns zukommen, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, da bedarf es einer großen Solidarität auch der Stadt und der Kommunen und des Landes, diese Institutionen zu unterstützen. Ja. Ja, du hast gerade gesagt, Glückseligkeit. Und ein Stück weit durften wir sie erleben. Und zwar das erste Spiel nach dem Lockdown, wo wieder Zuschauer zugelassen waren. Ja. Da war ich in Hamburg. Das waren nur 1.000 Zuschauer beim Auswärtsspiel. Das war das erste Spiel der Bundesliga, wo ich mitreisen durfte. Und alleine diese 1.000 Menschen haben Alarm gemacht und Lärm gemacht und waren schon wieder so eine tolle Kulisse halt einfach. Und wir hatten dann ja auch ein Heimspiel, wo wir Zuschauer hatten. 10.800 waren zugelassen, auch wenn nicht ganz 10.800 da waren. Ne? Auch darüber muss man sprechen halt einfach, weil Leute natürlich auch Angst haben und ein Stück weit auch sich zurücknehmen, zu Hause bleiben halt einfach. Oder auch sagen, das ist nicht das Erlebnis, was ich so gewohnt bin. Ne? Ja. Mit dem Abstand, und das möchte ich auch nicht. Trotzdem war es wie eine Befreiung. Das waren Menschen wieder da, es war Stimmung da. Und das macht ja den Fußball oder den Sport grundsätzlich auch aus. Ja.
Und ja. Also ich warte sehnsüchtig darauf, dass wir wieder ein Stück weit Normalität haben, vor allem auch im Sport und in den Stadien. Mhm. Also ich finde auch, das ist so, das, natürlich kann man viel experimentieren jetzt, aber das, was wir jetzt machen, ist ja auch ein Stream. Da gucken Menschen zu. Das ist auch schön, das freut mich auch. Da sind Sie. Möchte ja auch gesehen werden. Ja, nicht nur live, sondern auch im Internet. Aber ich habe das auch schon an mir selber festgestellt und höre das auch. Es beginnt eine gewisse Müdigkeit, habe ich den Eindruck, langsam. Definitiv. Diese Konferenzen sind Zoom, Teams etc. Ist immer die Frage, ob man das nicht... Also das Internet ist eh so eine überreizte Welt manchmal. Ja, und dann kommt das noch und... Dann ich weiß auch nicht, ob es weniger wird. Also ich habe das Gefühl, es wird sogar mehr. Es ist ja gut, es ist eine tolle Experimentierphase, die wir gerade erleben. Das finde ich schon schön. Also das Beispiel hier, Holger Niewind, der hier alles umgebaut hat. Und vor einem Jahr hat er hier die Kommissionsfläche gehabt und jetzt ist hier ein Fernsehstudio. Mhm. Ich finde das großartig. Aber trotzdem, viele experimentieren, da gelingt nicht alles. Aber vieles wird gelingen. Gut, aber der positive Effekt war natürlich die Digitalisierung in den Schulen, ne, im Bereich Bildung. Ja. Das war ja wirklich immer ich habe schulpflichtige Kinder, das läuft nicht gut. Also, ich habe jetzt mit der Christophers Grundschule, wir haben PCs, Laptops gespendet, damit die sich noch besser vernetzen können. Das ganz Witzige war ja, dass die Lehrer, das habe ich auch nicht gewusst, und Lehrerinnen ihre Laptops nicht mit nach Hause nehmen dürfen, weil das Schulsachen sind. Ja. Und gerade in dieser jetzigen digitalen Zeit sollte man seinen Laptop schon mit nach Hause nehmen können. Ja. Das wird sich alles ändern und verbessern. Ich glaube, das ist einer der positiven Effekte aus dieser Corona-Pandemie, dass in die Bildung jetzt mehr Digitalisierung hineinfließt und in den Schulen mehr Digitalisierung erfolgt. Mhm. Wobei aber auch das schwierig ist, ich glaube, jetzt, wenn die Schüler alle zu Hause sind und digital lernen müssen, ich weiß nicht, da fehlt schon das soziale Umfeld, der soziale Kontakt fehlt zu anderen Schülerinnen und Schülern. Das ist nicht so einfach. Nee. Das ist jetzt ein Thema, das sprengt den Rahmen hier total. Also das wäre nochmal eine eigene Runde wirklich auch wert. Wie fangen wir das auf, was unsere Kinder heutzutage an anderer Prägung mitnehmen in ganz entscheidenden Jahren? Wir sind ja alle schon ein bisschen auf der Welt und schon länger jung, sagt man so schön charmant, und können das sicherlich nochmal anders auch verkraften. Ich weiß aus meiner Branche, dass die Unternehmen auf jeden Fall bis Mitte des Jahres wirkliche Live-Treffen ungerne nur machen werden. Wir müssen dann auch auf eine ganze Zeit umdenken und es wird nicht mehr zurückzufahren sein. Da bin ich gespannt, wie eure Hypothese so für die letzte Runde ist. Wie groß schätzt ihr die Chance ein, dass so, es geht irgendwie gut und im kommenden Jahr dürfen wir wieder uns sehen beim Fußballspielen, bei dir im Düsseldorf-Innentreff, bei dir lieber, wo bist du, lieber im Karneval, egal in welchem Verein. Richtig. Ja. Und bei dir, lieber Rolli. Habt ihr eine Ahnung, bekommt ihr von euren Mitgliedern und allen Leuten, mit denen ihr zusammen seid, schon jetzt die Nachricht, wir freuen uns, wir stehen mehr oder weniger in den Startlöchern und möchten weg. Ein kurzes Schlussstatement von jedem da euch. Wie sieht da eure Prognose für die Zukunft aus? Also ich kann nur sagen, die Heimatfreunde sind gespannt und freuen sich darauf, dass sie nächstes Jahr wieder jeden Dienstag in den Henkelsaal kommen können. Das ist für die sehr, sehr schwierig, dass dieser Kontakt zu den Mitgliedern und Freunden, das sind ja auch Freundestische und Stammtische etc., dass der fehlt und dass da keine Kommunikation mehr zustande kommt. Ich glaube, durch den Entzug werden wir aber es umso mehr schätzen wieder nächstes Jahr, dass wir wieder diese Veranstaltung besuchen können, dass wir wieder ohne Probleme zur Fortuna gehen können, dass wir wieder in den Karneval gehen können, dass wir uns auf dem Ständehaus in Innentreff treffen können. Durch den Entzug wird das doch mal etwas vom Niveau her bedeutender auf jeden Fall. Björn, was meinst du? Ja, ich habe es ja auch gerade schon gesagt oder schon so ein bisschen angesprochen einfach. Ich glaube, die Vorfreude ist da, definitiv. Und wird dann auch durchstehen. Und ja, ich glaube nicht, dass sich der Hebel einfach so umswitchen lässt. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, es wird langsam wieder anlaufen halt einfach. Dass die Leute schon so ist es halt einfach. Aber ich glaube, über kurz oder lang, das haben wir jetzt schon hier ganz oft gehört, freuen sich die Menschen darauf, Zwischenmenschlichkeit fehlt. Ja. Und die Leute werden zurückkehren in die Stadien, zu den Jonges, in den Karneval. Ja. Und natürlich auch zu den Veranstaltungen. Schätzt du das auch so ein? Ja, im Prinzip sind wir startklar. Wir könnten fast morgen wieder anfangen. Ich glaube nicht, dass wir morgen wieder anfangen dürfen. Ich glaube aber, dass das irgendwann im ersten Halbjahr dann auch wieder losgehen wird. Rückmeldung bei uns von den Partnern, von den Sponsoren ist sehr positiv. Das heißt, sie sind uns treu.
ich glaube tatsächlich, da habe ich ja eben schon gesagt, das Glück der Geselligkeit, es wird eine besondere Wertigkeit dann wieder darstellen. Vielleicht wird es noch mehr geschätzt, als es vorher der Fall war. Und definitiv. Ich glaube, es fehlt. Ja, und Menschen brauchen Menschen, das bleibt dabei. Ja. Ja. Du kannst nicht alles in dieser virtuellen Piepshow machen. Nein. Für dich, lieber Hans-Jürgen, wie siehst du es? Ja, ich muss sagen, ich freue mich natürlich, wenn ich wieder unseren Jungen-Stammtisch habe. Ja. Bitte? Die nächste Session. Bitte? 2021, 2022. Klar, ich bin der Meinung, es haben unwahrscheinlich viele Karnevalisten die Session ein bisschen schon abgeschrieben. Man nimmt, glaube ich, mit, was an Bröseln irgendwie zu machen ist. Aber jeder freut sich auf die nächste Session in 2021, 2022. Was in 2020 ist, werden wir sehen. Und es freut sich natürlich jeder, wenn wir irgendwas machen können. Prima. Aber sehr verhalten. Prima. Muss ich ganz ehrlich sagen, jeder sehr zurückhaltend. Dann danke ich für die Runde. Wo ist meine Kamera? Da ist meine Kamera. Das war jetzt die Runde rund um die ganze Situation in den Netzwerken. Da, wo Verbindungen wirklich aufgebaut werden, in jeder Variante, sportlich, zwischenmenschlich, wirtschaftlich. Danke für Ihre Einblicke in Ihr Leben mit und den Mitgliedern.